So, gepackt ist. Jetzt muss nur noch eine Glühbirne ausgewechselt werden und ein bisschen Öl nachgefüllt werden. Und dann geht's los. Es stellte sich doch etwas komplizierter heraus. Es musste noch an der Elektrik gebastelt werden, während Hartwig und Günther auf mich warteten. Aber nach einer kleinen Verspätung konnte es losgehen. Wir fahren Richtung Frankreich. Zunächst am Hochwassergebiet an der A vorbei. Man sieht hier noch die ganzen Hilfs- und Rettungsfahrzeuge auf dem Weg ins Ahrtal. Und wir fahren aber weiter südlich und die Strecke geht über Luxemburg Richtung Orange mit 2 Übernachtungen. Dann machen wir einen kleinen Ausflug in die Cevennen und weiter. Wir fahren nicht nur Autobahn, sondern auch über Land. Und an unserer ersten Übernachtung treffen wir Hildegard und Olaf aus dem Scooterclub, die mit einem Wohnmobil unterwegs waren. Weiter geht es Richtung Orange, auch hier wieder teilweise ohne Autobahn. Wir übernachten noch einmal hier in Perouge, einem schönen mittelalterlichen Ort. Und nach weiteren Autobahnkilometern sind wir dann in Orange. Auf dem Stadtbummel besuchen wir natürlich auch das römische Theater in Orange, bei dem gerade die Proben für eine Fernsehaufführung stattfanden. Das ist unser Ziel für heute, im Hintergrund der Mont Ventoux und davor sind die Dentelles. Das Wetter ist an diesem Tag sehr heiß, Temperaturen von 36 bis 38 Grad. Oben ist es natürlich kühler. So, damals waren wir alleine hier. Also schnell wieder runter vom Mont Ventoux. Die Radfahrer nervten wirklich. Und der ganze Trubel hin zu den Ockerfelsen von Roussillon. Auf der Rückfahrt besuchten wir noch die Abbaye von Senac, eine Zisterzienserabtei. Leider wurde renoviert, wir konnten nicht allzu viel sehen. Am nächsten Tag starteten wir dann von Pont-Saint-Esprit in die Richtung der Ardèche-Schlucht. Die Temperaturen gingen langsam runter, sodass es immer besser wurde. Jetzt sind wir am Ziel in den Cevennen in Meyrus. Dort werden wir die nächsten 2 Tage verbringen und von dort aus Touren machen. Ja, auf diesen kleinen Sträßchen ist selbst am Sonntag nichts los. Zumindest jetzt noch nicht um 10 Uhr.
besonders beeindruckend ist der Cirque de Navacelles. Hier geht es in engen Serpentinenkurven runter in einen kleinen Ort. Ja, und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ein grandioses Panorama und eine sehr interessante Strecke. Überall in den Cevennen sieht man in den Fels gebaute Kirchen wie hier oder auch kleine Dörfer. Zwei Tage in den Cevennen haben eine Menge Spaß gemacht. Es war ein tolles Landschaftserlebnis. Jetzt geht es aber weiter durchs Rhontal Richtung Jura. Nur leider, unsere Übernachtung im Rhontal war nicht so ganz optimal. Es gab kein Abendessen und so mussten wir das Pizzataxi konsultieren. Wir durchstreifen die grandiose Landschaft des französischen Jura und machen dann einen kleinen ungeplanten Abbieger zum Col de la Machine. Und das war der Hammer. So, jetzt sieht man so ein bisschen den Ausblick vom Hotel.
Wie gesagt, es war eine lange, lange Tour. Aber das Hotel ist fantastisch. 12 Kilometer engste Bergstraßen. Zwischendurch mussten wir anhalten, weil meine Bremsen überhitzt waren. Und das ist der Blick vom Parkplatz, aber auch aus dem Restaurant. Heute geht es zum letzten großen Pass der Reise, dem Col de l'Iseron, über 2700 Meter hoch. Und danach geht es dann langsam nach Hause. Hier drohten ein paar dunkle Wolken, doch nur wenige Minuten später standen wir dann in absolutem Starkregen. Allerdings nach einer Viertelstunde war alles vorbei. Doch es sollte nicht alles bleiben, denn hier hatte Hartwig sein Portemonnaie von der Autobahn holen müssen, was er verloren hatte an der Peage. In Belfort haben wir nochmal Station gemacht und dann ging es zurück durch die Vogesen und den Elsass nach Bonn.